çok teşekkür ederim. Türkiye bizi bu kadar güzel karşılıyor. Vatanıma geldim. Ben buraya konuk gelmedim. Türkiye ve daha önce de gelmiştik. Türkiye benim ikinci vatanımdır. Kendi ülkem gibi hissediyorum. Her zaman çok mutluyum buraya gelmekte. Çok teşekkür ederim. Bu gelişimizin özellikle herhangi bir siyasi nedeni yok. Türkiye ve İran kardeş ülkelerdir. Biz onu göstermek için geldik. İnşallah yakında Türkiye ve İran daha yakınlaşır, daha beraber yol gideriz. Kaç gün kalacaksınız bu süre içerisinde? Neler yapacaksınız? Kimlerle görüşeceksiniz? İnşallah 3-4 gün kalmayı düşünüyoruz. Herhalde 4 gün falan olur. İstanbul turu yapacağız, gezeceğiz, tarihi yerlere bakacağız. Benim eşim zaten Türkiye'li. Ona göre bir vatanımızı gezeceğiz. Ich bin 1970 im damaligen West-Berlin geboren. Mein Vater kam bereits 1956 nach Berlin. Er nach einer sehr komplizierten Kindheit. Er ist in Als dann die Kommunisten kamen, wurde meine Familie komplett enteignet. Und 1938 über die damalige Geheimpolizei NKWD zwangsweise in den Iran deportiert. Leider ist dabei sind alle unsere Besitztümer verloren gegangen. Und mein Vater kam 1956 nach Berlin mit 100 US-Dollar. Ich bin mittlerweile seit 27 Jahren verheiratet und ich habe zwei Kinder, einen Sohn, der 25 Jahre alt ist und eine Tochter, sie ist 18 Jahre alt und wir leben jetzt manchmal in Deutschland und manchmal in Los Angeles. Ich freue mich aber bald, meine Heimat wiederzusehen. Ich bin Babek Mirza. Ich bin direkter fünfter Nachfahre von Fatah Ali Shah. Im 18. Jahrhundert befand sich der Iran im Zerfall und in der Auflösung. Und meine Familie hat den Grundstein gelegt für den Iran, wie wir ihn heute kennen, in den Grenzen von heute. Und hätte meine Familie damals nicht eingegriffen, wäre der Iran vollständig zerfallen. Und wir haben dort auch beinahe anderthalb Jahrhunderte regiert. Als mein Vater 1938 mit seiner Familie vertrieben wurde und in den Iran ging, waren sie nicht herzlich willkommen. Sie hatten vom ersten Tag an mit Repressalien zu kämpfen. Das erkennt man auch daran, dass ich heute Pardar heiße. Das ist ein erfundener Name, den musste meine Familie dann tragen. Und als sie dagegen protestierten, wurde ihnen mit Inhaftierung gedroht. Das hier ist unser rotes Zimmer. Hier halte ich mich sehr gerne auf. Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Hier werde ich von meinen Verwandten beobachtet. Und wenn ich immer etwas lese oder einen Tee trinken muss, dann ist das mein präferierter Platz. Unser Haus herrscht im Iran vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Wir haben insgesamt 7 Kaiser gestellt. Das ist Agha Mohammed Khan, später Agha Mohammed Shah, der erste Kaiser der Qajar-Dynastie. Ihm folgte Fatah Ali Shah als zweiter Kaiser der Qajar-Dynastie.
Ich bin der direkte Nachfahre in fünfter Generation von Vater Lisha. Dritter Folge kommt Mohammed Shah Qajar. Das ist der dritte Kaiser unseres Hauses. Ihm folgte ein sehr beliebter Kaiser, ein Förderer der Künste und der Architektur. Sehr populär gewesen seiner Zeit, Nasreddin Shah Qajar. Nasreddin Shah können Sie vergleichen als, heute würde man sagen, eher eine Pop-Ikone. Nasreddin Shah wurde abgelöst von Muzaffareddin Shah, Muzaffareddin Shah Qajar. Er war der fünfte Herrscher unseres Hauses, gefolgt von Muhammad Ali Shah. Muhammad Ali Shah Qajar war dann der vorletzte Herrscher unseres Hauses. Das ist Sultan Ahmad Shah, der letzte Herrscher unseres Hauses. Er wurde durch einen Militärcoup abgesetzt. Und während er in Behandlung war, er litt unter Diabetes und hielt sich in Südfrankreich auf zu der Zeit und wurde abgelöst durch einen Militärstreich, organisiert von einem Kosakenoberst, der später sich selbst zum Schah machte. 1956 kam mein Vater nach Berlin ins Exil. Er musste den Iran verlassen und wurde vorher vollständig enteignet. Er durfte nur 100 Dollar und einen Koffer mit sich bringen. Und es muss schon sehr schwer gewesen sein, für jemanden in einem Land noch einmal Fuß zu fassen, dessen Sprache er nicht kannte und in dem er noch nie gelebt hat. Aber mit viel Arbeit und viel Fleiß ist es ihm dann gelungen, ein Vermögen aufzubauen. Und er fing dann auch später an, in Immobilien zu investieren. 2004 bin ich dann in seine Fußstapfen getreten und habe dann auch in Immobilien investiert und bin auch seither erfolgreich. Das Leben muss wirklich sehr hart für meinen Vater gewesen sein, zumal man bedenkt, andere gehen ins Exil und nehmen ein großes Vermögen mit. Und sie und ihre Nachkommen leben dann in Saus und Braus. Aber für meinen Vater war das Leben sehr hart in Deutschland. Und wenn ich mich daran erinnere, was er mir alles mitgab an Erinnerung, das war mit Sicherheit nicht schön. Das ist kein Widerspruch. Das ist nicht, wofür man sich schämen muss. Wir sind Iraner und Muslime. Wir leben im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert, am Ende dieses Jahrhunderts, werden Nationen, die sich nicht zusammenschließen, keine Überlebenschance mehr haben. Schauen Sie mal nach Europa. Alle Nationen vereinen sich. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir in unserer Region im Mittleren Osten auch Staaten haben, die sich zusammenschließen, zu Staaten verbunden. Und das wäre natürlich eine großartige Sache. Am Ende des 21. Jahrhunderts, wer da alleine bleibt, als Nationalstaat zurück, der wird nur ausgebeutet werden. Die Zeiten von Nationalstaaten sind vorbei. Tee ist fertig. Etwas verzögert, aber dafür warm. Bitte schön. Tee trinken bedeutet mir sehr viel. Es ist mein Lebenselixier. Und bei uns im Nahen Osten wird sehr viel Tee getrunken von allen Kulturen. Somit ist Tee auch eigentlich ein verbindendes Element aller Völker. Am liebsten trinke ich Tee mit meiner Familie. Und wenn ich hier auf dem Tach sitze und Tee trinke, habe ich zudem auch noch ein heimatliches Gefühl. Ganz kalt drin. Aber sonst ist alles okay. Wunderbar.
Magst du noch einen Tee trinken? Sehr gerne. Die Speisen im Iran sind sehr vielfältig. Der Iran ist ein multiethnischer Staat und die Kulturen, die hier leben, bereiten aufgrund ihrer geografischen Besonderheiten ihre ganz eigenen Spezialitäten zu. Kultur hat aber nicht nur etwas mit Essen zu tun. Kultur bedeutet Bewusstsein und Erleuchtung. Der Iran hat eine multikulturelle Gesellschaft mit einer sehr starken islamischen Kultur. Hier in dem ältesten Fotoladen von Teheran fühle ich mich plötzlich in die Vergangenheit zurückversetzt. Mohammad Hassan Mirza ist Waliahd Ahmad Shah, der nie Schah war. Dieser Muzaffar-e-Din Shah geht. Viele wissen gar nicht, dass der Iran bereits 1906 den Schritt zur konstitutionellen Monarchie gegangen ist. Es gab sich ein Parlament und eine Verfassung. Das Parlament hat dann mehrere Modernisierungsmaßnahmen beschlossen, die dann jedoch in ihrer Ausführung in die Zeit von Reza Schah fielen und deswegen fälschlicherweise Reza Schah gutgeschrieben werden. Unter Reza Schah verlor jedoch das Parlament und die Verfassung seine Bedeutung, weil der Iran wieder totalitaristisch wurde. داره دندونشو مالیجه میکنه. الان چه شباهتی تو این چهره با شما هستش؟ من الان وقتی ابروها، چشما، بینی ناصرالدین شاه رو میبینم، عین شما هست. Das ist der Nadiri-Thron, der gehört hier nicht hin. Der Faun-Thron gehört in die Mitte, die beiden Pahlavi-Stühle gehören hier nicht hin. Hier kommen andere Leuchter hin, die Sitzecke ist falsch, hier hat man alles umgestellt. Das ist alles falsch. Traurig, bin zutiefst erschüttert. Ich werde heute das Grabmal des Imam Reza besuchen, ein Enkel des Propheten Mohammed, möge in Frieden ruhen. Das iranische Hochland ist ein Land der Poesie. Gedichte in türkischer und in persischer Sprache wurden hier geschrieben und haben viele Menschen inspiriert. Aserbaidschan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size necə müraciət edeyim? Bəy, Mister, yoxsa tam adınız? Mənim adım Babək Sultan Mirzadi. O cür hitab edə bilirsiniz. Babək bəy, Azərbaycanın ilk gəlişinizdir sizin. Mən 1994-də gəlmişdim Azərbaycana. Bu mənim ikinci gəlişimdir. Ümumiyyətlə, Qacarlar Azərbaycan tarixində çox önəmli yer tutmuş isimdir. Biz Qacarlarla həmişə fəxr eləmişik.
sizin babalarınız, sizin nəsliniz Azərbaycana, belə deyək, həm ən çətin anlarında Azərbaycanda olublar, həm də ən sevincli anlarında olublar. Mən istəyərdim sizin özünüz haqqında biz məlumat alaq. Çünki mən açıq deyəcəm sizə, mən Azərbaycan saytlarını bir ələk-vələk etdim bizim dilimizdən desək. Amma elə bir şey tapa bilmədim. Yalnız bizim tarixçilərdən biri sizi Müzəffərəddin Şahın nəvəsi kimi təqdim eləmişdi. Bizim bir dostumuz var, o. Sizin bir nəsil şəcərənizi istəyərdim soruşum. Bəli, mən Fətəli Şahın torunuyam. Fətəli Şah Qarabağın xanının qızı İbrahim Xəlil xan Cavanşirin qızı Ağabəyimlə evlənər. Ağabəyim Ağabacı. Onun torunlarından ox. Muhammed Veli Mirza, Cəfər Qulu Mirza, Abbas Mirza, Ramazan Mirza, ondan sonra da bəndə. Sizin atanız amma deyəsən Bakıda doğulub. Mənim atam 1 Mayıs 1922-də Bakıda dünyaya gəlibdi. O vaxt 1938-ci ildə də İran vətəndaşı olduğuna görə bizim ailəmiz NKVD-dən tərəfindən zori, məcburi İrana göç edildi. Və sonra necə oldu? Siz deyək ki, sizin Almaniyada yaşayırsınız. Necə oldu Avropaya getdiniz sizin ailəniz atanız? Bəli, mənim atam, çünki biz Qazarıq, Pəhləvi İranında huzur bulmadı. 1956-da cibində fəqət 100 Amerikan doları ilə Batı Berlinə gəldi. Orada yerləşdi Berlinə. Mən də 1970-də Berlinə, Batı Berlinə dünyaya gəlmişəm. Mənim xanım da dünyaya gəlib Leyla Berlinə. Xanım. Leyla xanım. Biz artıq Leyla xanımı belə deyək. Qiyabi tanıyırıq mətbuatda, çünki sizin biz müsahibələrinizi oxuduq və Leyla xanım da türkdür və sizdə gözəl bir ailəniz var. Sağ olun. Bir qızınız var, eləmi? Yoxsa? Bir oğlumuz var, 25 yaşında, Sultan Abbas. Bir də qızımız var, Fatima Soraya. O da 18 yaşındadır. Allah saxlasın. Sağ olun. Almaniyada nə işlə məşğulsunuz? Almanda mən sərmayə yatırımcısıyam, əmlak alıram. Bir fəqət bundan ilgilənirəm. Mənim atamdan öyrəndiyim məslək budur. Almaniyada bir də Los Angeles-ə, yəni Berlində bir də Los Angeles-ə, 6 ay Los Angeles, 6 ay Berlində yaşayırıq. Sizin xəbərinizi biz mətbuatdan Türkiyə səfəri zamanı aldıq. İstanbula gəldiniz və müsahibələrinizdən də bildik ki, siz Türkiyədə çox gözəl qarşılandınız və Türkiyəyə gəlməklə ikinci vətənidir dediniz Türkiyə. Evet. Bax, mənim üçün nə maraqlıdır, Babək bəy. Ümumiyyətlə, necə görürsünüz, bugün Türk dünyası arasında, müsəlman dünyası arasında o birliyi, o mədəni kültürəl əlaqələrini necə görürsünüz? Maalesef birliğimiz kalmayıp. Ama ben bir Qacar olarak bunu diyebilirim ki, bizim zamanımızda Azerbaycan da bizim torpağımız idi mesela. Biz çok isteriz ki, özümüz de, Qacarlar da Türk uyruklu, Türk kökenli, Oğuz kökəndən gələn, kökənli İranda hökmdarlıq eləmiş olan xanadan biz özümüz Türkiyədə də özümüzü vətənimizdəki kimi hiss edərik. Tarixdə həmişə belə bir şey olar, o doğaldır, dövlətlər bir-birinin arasıyla müharibə eləsin, cəng eləsin, savaşsın. Amma biz bugün, məsələn, ən gözəl örnək Avropadır ki, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşından sonra bugün Avropa, Avropa birləşmiş, bir birlik yaradıblar. Fransa və Almanya bir yerdədirlər. Fransa və Almanya, məsələn, Polonya bir yerdədirlər. Biz də arzu edirik ki, İran, Türkiyə, bir də Azərbaycan belə bir birlik arasında gələcəyini istəyirsin. Bu, bizə böyük bir güc gətirər. Həm İranın mənfəətinə olar, həm Azərbaycanın mənfəətinə olar, həm Türkiyənin mənfəətinə olar. Biz zaten kültürəl bizim %90-%95 bərabərliğimiz var. %5-%10 ilə arası fərqlənmiz var. Biz, mən belə düşüncə deyəm, biz nədən bu %5-%10 fərqin altını çizirik də, nədən %90-%95 bərabərimizin altını çizmirik? Mənim xanım, məsələn, Türkiyəlidir, mən özüm İranlıyam, İranda doğulmuş, yəni İran vətəndaşı olaraq Berlində doğulmuşam, xanım da Türk vətəndaşı olaraq Berlində doğulub, amma mənim üçün İran da vətənimdir, Azərbaycan da vətənimdir, Türkiyə də vətənimdir, bunu bir ayrı eləyəmirəm. Ona görə mənim kimi necələri var. Biz bilirsiniz ki, İranda zaten milletin yarısı Türkçe başa düşür. Azerbaycan bir de Türkmen uyruklu olanımız var. Benim büyük dileğimdi ki, Türkiye, Azerbaycan bir de İran bir Avrupa modeli altında bir büyük bir beraberlik içinde geleceğini istiyorsa hamımızın menfaati olur.